So, meine Damen und Herren, sind wieder zurück bei Total War Warhammer 3. Weiter geht's mit Balthasar Geld. Ist eine spannende, coole Kampagne. Beziehungsweise ich habe einfach Freude daran, hier voll durchzuballern. Aura der Härtung. Let's go. Moment. So. Und wir wollten Volkorn noch attackieren. Oh, warte mal schnell. Unter Umständen können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Wenn ich dir sage, ich helfe dir gegen die hier. Okay, das findet er ganz toll. Aber die Festung soll, bist du nicht bereit zu gehen, ne? Nein. Das ist natürlich nicht so gut. Step forth, true friend of the Ungrund Clan. Das geht noch weniger, das geht noch weniger, das geht auch noch weniger. Festung soll ist, wäre nah an machbar, ne? Gut, ist jetzt kein Weltuntergang, wenn sie das haben. Theoretisch wären auch sie froh, wenn wir die angreifen würden. Weißenburg vielleicht? Nein. Dottenbach? Nein. Nein. Kemperbad. Warum Kemperbad schon? Was ist mit Niederling? Oh nein. Bogenheim? Nein. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Na gut. Wir machen das so, militärisches Bündnis, ich ein bisschen Geld. Wir greifen Korn an. Gut ist. Indeed. Wir bauen Kemperbad dann aus. Obwohl das auch noch dazu gehören würde. Also wir reißen das ab, machen was Militärisches rein. Dann schieben wir das. Dass er das wieder hat. Und wir holen uns irgendwie dafür die Ecke hier, ne? Also dass wir den unteren Bereich für uns beanspruchen. Also wir tauschen halt ein bisschen hin und her, dass es saubere Linien gibt. Ich mag saubere Linien. In diesem Flickenteppich nicht schön. Nein. Wo war der mit... Ah, hier, Spezialist. The nation calls. Judgment is wir machen hier ein Attentat drauf. Is it time? Disagree with that. Fehlschlag. Ready. Immer ein Attentat auf jemand anderes. Los. I trust no man. Nice. Okay, dann haben wir jemanden rausgenommen. Wenn wir jetzt hier halt angreifen, dann kommt er safe von oben runter, ne? Das sehe ich uns dann tatsächlich verlieren. Zum Spezialisten, damit die Sachen besser klappen. Dann holen wir das. Ich kann überall Sachen bauen. Ja, was? Keine Ahnung. Haben wir hier Geld und was? Ich brauche sonst nichts. Die Straße weiter aus. Ah, dich habe ich total vergessen. Oh. Das ist das Falsche. Wir brauchen nicht Verteidigung da. Wir brauchen eigentlich Verteidigung hier. Achso, wir bauen beides jetzt. Nee, komm, dann machen wir hier lieber in der Taverne rein. Saufen! Wir sind gleich bedient. Oh. Ich habe teilweise hier Sachen drin, die brauche ich gar nicht.
Also, der ist im Krieg mit den Chaos-Zwergen. Das heißt, die gehen sich gerade an die Gurgel hier. Er wird mir aber wahrscheinlich auch mal an die Gurgel gehen. The goddess will. Ja, bla bla. Ja, das hatte ich total vergessen. Ich habe ja Krieg erklärt, aber ich greife nicht an, ich Trottel. Ey, ich bin voll dabei. Ich bin so, weißt du, maximal konzentriert. Total. Super. Ja, Marschstellung, 5%. Wir holen gut was raus. Welcome. Na, noch nicht. Vielleicht maximal kondensiert? Ja. Bisschen. Work to do. Also. Invention is my gift. Ich verstehe nicht das Problem. Warum? Dann müssen wir erst das alles durchklicken, ne? Jetzt. So, wir schicken das. Warte, so. Das. Sigma guides us forth. Pioneer of progress. My inventions will lead the Empire into a new golden age. It is quite thrilling to be out in the field after all this time. Expert in innovation. Ja, das dachte ich mir. 5 Runden ist mir entschieden zu viel. Wir blitzen. Das sind wie viele Runden? 1, 2, 3. Hier, und dann brauche ich noch mal ein paar, um sie nachzurekrutieren. Boah, Mann. Is this the correct Aber ich würde nur 4 Panzer kriegen dann. 5 Panzer. Grand Inventor. Boah. Also komm. Geh mal Gummi dahin. So many ideas. Hier möchte ich eigentlich noch ein bisschen Artillerie drin haben. Also schnappen wir uns hier noch ein bisschen Arti. Und wir nehmen noch scheinbar nicht viel mehr mit. Komm, wir machen noch so eine AT rein. Ich finde das ganz gut. Mal was anderes. Ready! To strengthen the Empire! Dann bin ich mal gespannt, ob wir einen Hinterhalt hinkriegen. Man hier mehr Munition und die ganzen Schützen noch besser. Ich schicke hier mal schnell einen Lichtzauberer rein. My inventions serve the Emperor. Und mache hier den. Damit er nochmal gehen kann. Und dann schicken wir den Lichtmagier wieder zurück. Den Dingsmagier wieder zurück. Und haben eine Runde gewonnen. Ah, das war smart. Smart war das. Ich meine, voll okay. Geben Sie mir das bitte. Dankeschön. Invention is my gift. Ich verstehe nicht genau, wo seine Armeen jetzt noch sein sollen. Aber nun denn. So, wir nehmen natürlich die noch mit. Wir brauchen ein bisschen Infanterie hier drinnen. An army marches. Death trails it. Super. What? In 2 Runden kriegen wir die wieder. Yes.
Wir versuchen hier noch ein paar Attentate durchzuführen. Zu wenig Prozente, dass wir gar keine Chance haben. Heretic! Versuchen es trotzdem hier noch. Nice! Sehr sweet. Ja, ich weiß, dass ich die Armee nicht bewegt habe. Danke fürs ständige Erinnern. Work to do. Zielfernrohr, Munition und dann gehen wir wieder. Upgrades are vital. Lebenspunkte. Machen wir den noch? Weil eigentlich ist es ziemlich günstig, aber macht sehr viel Schaden. Dieses Regnen vom Himmel. Ja, komm. Restliche Geld behalten wir jetzt einfach. Pioneer of Progress. Ihre Sixi Mauser, du kriegst hier jetzt den. Ich könnte euch eigentlich noch so viele Zaubersachen geben und so Gegenstände und Ausrüstung und was weiß ich alles, aber... Völliger Overkill. Macht das alles nicht. Wir sind bedient. Hier sind jetzt 20 Mann drin, durch die Verstärkung von uns. Und die Skaven hier oben, die bereiten schon ein bisschen Probleme, ne? Würden die Krone... Wenn wir noch 3 Schlachten kämpfen, dann würden wir die Krone nochmal verbessern. Aber dann haben wir minus 10% Regeneration von den Truppen. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Warte mal schnell, greift der Zwerg auch? Ich glaube, die Hauszwerge greifen auch die Skaven an. Ich glaube, die schlagen gerade in beide Richtungen aus. In der Region, wo du Panzer bauen kannst, Kommandant rekrutieren und schon ein paar Panzer bauen, während du der andere hinläuft. Ja, das ist eine gute Idee. Habe ich nicht dran gedacht, das ist eine sehr gute Idee. If you want it done right. Yes, my lord. My inventions serve the Empire. Obwohl, wenn er ankommt, braucht er nur 2 Runden, um das zu machen. Das heißt, wenn er in der nächsten Runde hier an der Ecke steht, braucht er nur 2 Runden wegen dieser Fähigkeit. Das bringt mir jetzt eigentlich gar nichts. Ich hätte es vorher machen sollen. Palmi, dankeschön für den Raid, Hallöchen. Ja, ciao. Also wir haben fast ausschließlich Reiter, ne? Das reiten wir einfach um. Er hat keine helle, hat einen helle Barten drin. Viel zu wenig. Jetzt will ich das wissen. Nein. Er kämpft nicht gegen ihn. Prit, you called? The Phoenix King is wise and merciful. What would you have of him? Komm, wir nehmen die schnell mit. Handeln wir mit denen auf der Insel, ist okay. So. To war. Palmi, danke schön für den Sub. Danke für 17 Monate. Wie geht's dir? Gut, danke. Is it ready? Wir sind hier auf entspannter Basis am Gewinnen. Nein, 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 nein. Ich will das alles, alles meins, 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 meins. Aus. If they're wise, they will surrender. Es soll meins sein. Warum sind sie so? Zwerge. Gierige Zwerge. Lady of Shaiish.
Send these spirits to Mor's realm. On march! By Sigma's right! Von Draken. By the Comet! Wem gebe ich einen Panzer? Ihm. Ich weiß, der andere soll auch Panzer kriegen, aber der kann Panzer da hinten gleich rekrutieren. Die gierigen Zwerge haben zu tief gegraben, ja. Verdammt. Wenn ich die eine Runde nicht verkackt hätte, wäre ich schneller gewesen. Wie mich die Strafe einholt. Immediately. Ohne Verzögerung. Weiß nicht, wie lange die das noch durchhalten. Kislev ist gefallen. Also Kislev als Stadt, nicht Kislev als Nation. Beyond your comprehension. Wir müssen die wegmachen und denen dann helfen. Hier machen wir die weg und dann machen wir den Schwenker und helfen denen da. Oder wir gehen hier hinten rum und machen, ne? Das Boot. Grand Inventor. Alter. Keine Ahnung, irgendetwas. Alles tut die Frucht. Ah ja, bald ist er. My inventions would lead the Empire into a new golden age. New golden age. Balthasar muss ich eigentlich hochschicken. I trust our dealings, Wilbeth. Nee, ist okay. Burdened with brilliance. How best to achieve perfection? My inventions serve the Empire. Wir müssen eigentlich hier hin. Ich kann so einen Abstecher machen. Das ist okay. Empire's blessings, yes. Praise Sigma. Erst ab 12. Erst ab 11 kriegt er ein Reittier. Now. Ausbilder. Ja, das ist keine Frage. Natürlich nehmen wir den. Und hier holen wir einen Riesenvogel. Oh, warte mal. Der Bernsteinzauberer sitzt ja auch auf einem Greif. Das ist ja mega gut für diese Armee. Tippitoppi. Gut. Jetzt versuchen wir die Armee zu blockieren. 36%, dass sie sich nicht bewegen kann. Gelungen? Nicht gelungen? Willschlag. Darf ich meine eigene? Yes. 31. Fataler Fehlschlag. Da ist jemand verwundet. Rider of the Dragon Encom. So. Amethyst Mage.
Brauche keine Unterstützung, weil ich will alles selber holen. Okay. Wow. What the hell? Death takes the Invention is my gift. Oh nice, wir kriegen den hier unten. Den da oben können wir vielleicht tauschen für ein Bündnis oder so. I want inventory within the hour. Karak Asgar. In these dark times, we should stand together. Ja, dann halt nicht, Kollege Essiggurke. They will be judged. Pick up the pace. Men of the Empire, what brings you here? You make fools of my life. Duty is purpose. Duty of his purpose. Warrens. So, wir wollten aber das hier noch schnell angucken. Was sagt er mir denn jetzt? Jetzt sagt er ein entscheidender Sieg. Wielder of the Pale Scythe. Dark Lady of Nuln. The Dark Lady of Nuln. I must keep my weakness for arcane trinkets in check. Nimm mal das hier. Ich weiß nicht, ob ich hier drin bleiben soll, weil wenn er angreift und mit der einen das blockiert und mit dem anderen... Also es macht aus meiner Perspektive, ich muss schnell drehen, eigentlich mehr Sinn, wenn ich beide Armeen rausstelle. Weil wenn die eine Armee die Siedlung blockiert und die andere Armee die Siedlung draußen angreift, dann führt das dazu, dass ich nicht mit beiden kämpfen kann. Sondern dass die eine blockiert ist, die ist dann umstellt und kann nicht mitmachen. Um das zu verhindern... Aber mal nicht. So, schnell was reinladen. Wundschläger. Wir arbeiten mit viel Feuer. Aber lieber so. Weil die Baumleute haben Probleme mit Feuer. Würde ich eigentlich auch machen sollen. Who calls? Oh, Karak Kadrin. Warte mal, seid ihr vielleicht irgendwo schon so weit, dass ich einen Zeppelin holen kann? Das wäre ja mega. Habt ihr überhaupt Zeppeline? Donnerbarke! Ja, guck mal! Karak Kadrin. Karak Ungor. Das heißt, das wäre Zulfbar, ne? Nein. Ah, das ist die Hauptstadt. Ja, ich bin mal gespannt, wie teuer so eine Donnerbarke ist. Wahrscheinlich unbezahlbar. Greetings, honorable ally. Hab ich jetzt schon. Komm, ich verbinde mich mit dir auch noch schnell. Wenn ich dann noch gucken will, ob du mir irgendwo noch ein paar Sachen hinzaubern kannst. Ist eine Donnerbarke auch bei dir ein Thema? Das sieht mir nach sehr vielen Truppen aus, aber keine Donnerbarke. Dasselbe. 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 Alles die gleiche. Ist alles die gleiche Kette. Karak. Namen. Hallo.
Dann machen wir auch hier. Wir nehmen die Zwerge jetzt in der Gänze mit. Okay, selbes Problem hier. Karg-Isor. Nein, dann nehmen wir Karg-Bülf. Wie zu ausgesprochen? Nicht so, dass ich vergessen hätte, wie es ausgesprochen wird. So, wir ziehen die noch schnell hoch. Weil wenn die weiter oben sind, sind die Sachen günstiger. Kann ich nicht. Dubi. Ich ärgere das immer noch, dass die keine Himmelsschunken hier. Stellt euch vor, eine Panzerarmee und dann haben wir einfach noch die, haben einfach noch vier Zeppeline. Seit ich uns dank ja so zum Spielen bei deinem Let's Play, als das DS hier rauskam, hatte ich das Gefühl, das ganze Segenfluch-Basteln war nach einiger Zeit nur noch nervig. Mir hat es eigentlich da beim DS hier schon gefallen, aber es ist wahrscheinlich so, dass es mittlerweile noch besser ist, weil die das ja überarbeitet haben mit Fluch und Segen. Das heißt, da, das funktioniert ja alles ein bisschen anders jetzt. Hardened by war. Hardened by war. Staying mobile. Yes. Alric will. Ja, also nicht ihre Kernmechanik wurde überarbeitet, so wie ich das verstanden habe. Yes, sondern es ist so, dass du, wenn du einen Fluch, ich glaube, wenn du den Fluch normal machst, ist es ein Fluch, der die Feinde schwächt. Und wenn du ihn überlädst, kannst du ihn als Segen für deine eigenen Leute brauchen. Oder war es so, dass wenn du es auf den Feind machst, ist es negativ und wenn du es auf dich machst, ist es positiv. Also je nachdem, ob du auf dich selber zauberst oder nicht. Ich glaube, so war es. Is this the correct ratio? Imperial Scholar. Ich meine, ist dieses Banner basteln? Oh, das weiß ich nicht mehr. Entweder habe ich es verdrängt oder vergessen. So many ideas. Grand Inventor. Ja, wir bleiben mal hier drinne. Was ich noch machen will, ist, dass wir das hier noch verbessern, weil, ganz kurz, Rekrutierungskosten von Verbündeten außerhalb des verbündeten Territoriums minus 50%. Damit müssten wir weniger Verbundenheitspunkte haben, um die rekrutieren zu können. The Empire. Wenn wir blockieren, 15%, probier's. A fool's action. Fehlschlag. A grave task. Obwohl hat die nicht eh schon Regeneration? Weiß es nicht mehr. Ja, Mann, hier 20 Geschwindigkeit für den. Aber the other side beckons. Sigma compels us. Bring them death. Raise our standards here. Attack! Immer wieder das gleiche, nehme ich schnell raus. Amethyst Guardian. I must study this. Bessere Regeneration und dann gehen wir hier noch in die Vollen. Yes.
machen das Gedankenskalpell. Wir könnten bei der Armee übrigens... Hier könnten wir Gedankenskalpell drauf machen, dass Waffengrundschaden um 50 erhöht wird und rüstungsdurchdringend um 50. Und da könnten wir im gleichen Atemzug könnten wir noch flammendes Schwert drauf machen. Dass der Waffengrundschaden nochmal um 30% erhöht wird und Flammenattacke und magisch die ganzen Angriffe sind. Also nur so, wenn wir lustig sind, ne? Wenn uns danach ist. It shall be done. Onwards! Jetzt gibt es da eine Rebellion. Da kann und will ich aktuell nichts machen. Naja, der Eishof. Können wir in Prag? Ja, wir waren in Prag schnell, da wird es besser verteidigt. Das ist weil Acha und drückt da gerade durch. Passt mir gar nicht. Ach so! Ja, ja, natürlich kommst du durch das ganze Kackgebiet, um mich hier anzugreifen. Er läuft über Feindgebiet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er mich angreift, weil er hat keine Grenze zu mir. Aber er hat sich entschieden, einfach über das Feindgebiet drüber zu stolpern. Das ist natürlich völlig klar. Interesting. Nein. Ich hab's nicht angegriffen, ne? Ich hab's belagert und nicht angegriffen. I am a supreme patriarch. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, Mann. That will work. Move for the Empire. Diligence is expected. Expect. Pioneer of progress. Will you join me, men of the Empire, in fight? Very well. Wir verbinden uns direkt mit ihm. So, Frau Magdova ist in der Nähe. Born in the motherland. Just as I designed. Let me take a look at you. So, ich würde sagen, Korn ist so gut wie dead. Er bewegt sich gerade hier stabil runter. Casting the runes is. Er will noch nicht viel mit mir zu tun haben. Yes. Iron Armor. Champion of the lead. Rasta! The goddess wills it. Invention is my gift. It is, indeed. Battle preparation. Wir gehen Korn nochmal schnell wegmachen. The Empire. Tools of Judgment ready. Moving off. Wo ist er hin? What does the Emperor bid? Amethyst Magistrix. Könnte hier eine Falle sein, ne? Wielder of the Pale Scythe. It is for the best.
Join me, for the pillars of the world tremble. I call upon your might. For Verena and Nuln. Who calls? Ich weiß nicht, wie ich mich hier bewegen will. You duel with death. Step to it. Now. May death take thee. Er steht safe irgendwo versteckt. Also hier hinten ist er ja nicht. Warum sollte er sich da verstecken? Die Armee muss noch irgendwo sein. Let us move. Your end was foretold. Von Draken. So, wir machen mal 50-50, auch wenn der Agent uns wahrscheinlich entdeckt an der Stelle. Den einen Schritt noch gehen, wichtig. Wir werden jetzt gleich sehen, wie viele Punkte wir mit den Zeppelinen brauchen, um da noch Zeppeline in die eine Armee zu kriegen. Das wird teuer. Ich würde sagen etwa 70 oder 80, um so einen Zeppelin bei den Zwergen zu holen. Also 70, 80 Verbundenheitspunkte. Da ist er. Jetzt weiß ich, wo er ist. Jetzt können wir ihn angreifen. The graveyard rose. Das reicht gerade. To the provinces. Wir beide. Take up the pace. Rider of the Dragon in Carmine. For Sigmar and Verena. Das ist natürlich sehr scheiße gelaufen für dich. Ich verstehe das. More will welcome them. Our faith reinvigorated, Amethyst Guardian. I will marshal the men. For Heldenhammer! What does the Emperor bid? So, versammeln, bessere Magie, um das Skalpell noch rein. Weiß nicht, ob es Skalpell heißt, aber es verstärkt die Waffen sehr. Aber ein Feuertornado. Und Jonathan, du darfst jetzt selbstständig. So, Herr Dudley. I'm the one in charge. Work to do. An appealing. Kollege, verarschst du mich gerade? Holst du jetzt wirklich das? Allows it. Yes. Was ist denn das für ein Move? Moving off. So many ideas. I will continue my studies there. Dann macht das mal there. To the provinces. So. Moving off. Wir gehen jetzt zusammen. Wie sieht's hier aus? Okay. Also. Nur 39 für die Donnerbarke. Halt, mein Schnitzel, das ist ja Wahnsinn. I trust no man. In these dark times. Das ist ja nix. Expert in innovation.
Also es wird finanziell wahrscheinlich nicht reichen. Was wir probieren können, ist, dass wir zum Beispiel hier von denen Gyrobomber holen, ja? Und dann irgendwie 2 Donnerbarken und 2 Gyrobomber, weil ich vermute, viel mehr liegt nicht drin. Ja, hier, das Gebäude. Wie sieht es bei euch denn aus? Ah, der baut die Tüftlerbude auch gerade. Und er wäre da, ne? Also wenn er weit genug hochbaut, können wir auch von ihm holen. Wie sieht es hier aus? Der baut die Tüftlerbude gerade. Über ihn kriegen wir die nachher auch. All here. Sure. Dann bereiten wir das jetzt schon mal vor, dass wir das auch hier ein bisschen günstiger rauskriegen. Ready. On march. On march. Hunt them out. I trust no man. Hunt them out. Report. Ein bisschen langsam hier. Ganz knapp 60%. Schlag. Manchmal frage ich mich schon, ob die Prozente da überhaupt richtig sind. This belongs in my archives. So, bessere Heilung. Ich will hier noch zu besserer Laderate. Ja, komm, ehrlich, der Rest ist. Gib's Schnurz, Furz, Wurst, egal. Ja, komm. Hier war noch das Gewand für den Oberpatriarchen. Let us begin. Komm, Balthasar. Zieh's an. Super. Du siehst bezaubernd aus. Wie ein Model. My inventions serve the Empire. Okay. Er ist an Land. Wir werden jetzt die Krone verlieren. Aber ich denke, das ist nicht wirklich ein Verlust, meine ich. Der Panzerarmee und Donnerbarken. Das wird spannend. Hail to you, Lord of the Lo- Das bin sehr gut. Schon wieder. Aya. Grand Inventor. Onwards. There is much to do. Jeder, lass das. Alle weg. Aus. Böse KI. Pioneer of progress. Also 4 sind 8. I choose only the best. I choose you, Pikachu. Also, wir nehmen nochmal 4 mit. Und die geben wir dann an andere Armeen ab. Burdened with brilliance. The landship would be quicker. On march! Ja, aber wir haben kein Landship. Work to do. Ah, warte mal. Wir nehmen 2 Panzer mit und 2 von denen. Und dann schauen wir, dass wir noch 2 Zorn des Imperator-Dings irgendwo auftreiben können. Die Panzerarmee bleibt Panzerarmee, aber ich will die einen noch schnell mitnehmen.
Schafft er das? Oder geht ein? Ja, das kommt. Raise Sigmar! For Wissenland. I protect the Empire. Pika Pika. Ja, genau, Chat. Pika Pika. Pika Pika. Ja, schön. So, dann brauchen wir nur noch die zwei und dann können wir hier. Ja, da hat jemand Probleme. Das geht nicht. Ready! What does the Emperor bid? Das geht nicht. Da im Norden müssen wir helfen. Das geht nicht. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber das geht da oben nicht. Wir haben keine Reiter, wir machen den hier. Wielder of the Pale Side. Wielder of the Pale Side. So. Add it to my collection. Schnell Raufladerate. Auch du schnell Raufladerate. You join the host of the Graveyard Rose. Eins schöner Vogel. Hat immer noch keine Dinge. Amethyst Guardian. Wir brauchen hier nichts. Wir machen hier das hier rein. Habe ich noch irgendetwas, was irgendwie Happiness macht hier? Ah, hier, Kontrolle. Wir machen hier trotzdem noch Geld, ein paar Straßen und. Keine Ahnung, Buchladen. Das ist kein Buchladen. Doch, das ist ein Buchladen. Der Buchladen weiß nur nicht, dass er ein Buchladen ist. So, wie weit sind wir? Einen brauchen wir noch und das haben wir. Und dann haben wir den großen Sieg erreicht. Und dann würde tatsächlich Krieg. So many ideas. Oh ja, Balthasar, ich hab dich vergessen. I'm so sorry. Oh, jetzt hoffe ich, dass wir uns nicht in die Scheiße reiten gerade. Snake, zeigen Sie, schauen Sie, machen Sie, tun Sie, los! Zwei Donnerbarken, vier Donnerbarken und der Rest wird. Irgendwas stimmt da nicht an der Linie, warte mal schnell. Ich kann die gerade nicht helfen, sorry. Wir werden die helfen, aber noch nicht jetzt. Das will ich die Baummenschen wegmachen und dann drücken wir mit beiden Armeen nach oben. Wir hätten sogar so viel Geld, dass ich noch eine Armee machen könnte, aber ist schon okay. Hier sind einfach Orks in dem Wald. Die verdienen kein Geld, sind ganz viele Leute da. Auf, danke. Wer hat's genommen? Can I help you? What brings you before the heir of Lund? Warum habe ich die Krone noch, obwohl die, also eigentlich ist die Krone doch abgelaufen. Müsste. I only obey Korn. Stand. Wir verstecken uns da mal. Daughter of Kislev. Von Draken. Oh Gott.
The nation calls. We march! To strengthen the Empire. Show me the accused. Heretics! Look here, die Armee, tools of judgment ready. No, sir. Fehlschlag. Speak. I don't agree. Also statistisch gesehen. Dark Lady of Nuln. I need privacy for my spells and my sanity. Er bereitet mir den Kopf zerbrechen. Ja, Geschossresistenz. Ja, der kriegt auch bald einen Greif. Voll cool. Also, es ist eine richtig heftige Greifenarmee tatsächlich. Wir könnten sogar alles beritten machen. Wir könnten die rausnehmen und das rausnehmen und dann haben wir nur noch Reiter. Aber ich glaube, das ist ein bisschen Overkill. Würde ich auch nur machen. Einfach just for the lulz. Expert in innovation. Innovation. Expert. This is it, man! Yes, my lord. Take up the pace. Also, wenn das noch genommen wird, sind die Skaven ja weg. I do not agree. Advance! No mercy! I shall begin modifications. My inventions serve the Empire. By the comet! Alter. Was soll ich dir noch geben? Weißt du, das machen wir selber hier. Gut. Wir können es auch selber machen. Theodoric, den machen wir noch. Den machen wir. So. Dann, Yami, du kriegst hier den. Und da du viele Armbrustschützen drin hast, werden die Pistolenkorps verbessert, weil interessanterweise sind die Armbrustschützen auch bei den Pistolenkorps dabei. Auskundschaften das, damit die auf die Heilung gehen. Dann, mehr Magie. 5 Punkte. Dann hier das, aber Dynamite, du skillst ja schon alleine. Okay, wer hat noch? Super. Ready. Spezialist, vielen Dank. Gebäude bauen. Wunderbar. Was ich aber machen will, ist bei den Zwergen vorbeischauen. Das braucht noch ein paar Ründchen. Dann machen wir das hier trotzdem. It benefits the Empire. Dafür nicht mehr genug Geld. Wir beschwören mal ein bisschen Kohle. Ich weiß, dass ich die Bücher eigentlich für was anderes bräuchte. Aber ihr könnt... Nein, jetzt habe ich Balthasar wieder vergessen. Das ist doch nicht wahr. Ne, ich eine Vollkatastrophe. Wie kann ich den Mann jedes Mal vergessen? Bitte sagt es mir. Der Anführer der ganzen Fraktion. Ich vergesse jedes Mal, ihn zu bewegen. Bis zu dem Punkt, wo er angegriffen wird und er ist in Gewaltmarsch, dann stirbt die ganze Armee, nur weil ich zu blöde bin zu klicken. You stand before the soup. I stand before. Ja, mach mal den. Und schließ dich mal mit den Zwergen zusammen, damit hier kein großer Krieg zwischen Zwergen und Dings ausbricht. Was meint ihr, Chat? Gibt es noch etwas, was uns gefährlich werden kann? Ich kümmere mich zuerst um Balthasar, nicht, dass ich ihn wieder vergesse. Ja. I am ready. Are you? Wir geben uns selber den. Weniger Rüstung für den Feind in dem Gebiet. Und dann holen wir uns den bösen Mann. Ein entscheidender Sieg. Ja, das können wir so nicht machen. Denke nicht. Ein Spielabsturz. Ah, der gewinnt. Lass mal eine Fehlermeldung machen. Und alle Safe Games einfach auch Fehlermeldung.
Komm, ich meine, gegen Tamurkan müssen wir schon kämpfen. Das wäre jetzt irgendwie blöd. Tamurkan ist vor allem eben, also wenn du gegen Tamurkan kämpfst, ist er auch viel stärker, als wenn du Autoschlachten machst, habe ich das Gefühl. So, wir stellen uns absichtlich ein bisschen hier beim Wald auf, weil die, die dann beim Wald drinnen sind... Also die großen Viecher, die in den Wald kommen, damit kommen wir dann gut klar. Nein, nicht du. Er. Weapons at the ready for Heldenhammer. Go. Von null wieder anfangen. Nein, bloß nicht. Vielleicht sehen wir dieses Mal, wie der Wurm rausspringt. Die Aufladerrate ist erwartet. Er ist regenerativ. Ich formuliere es anders. Er wäre regenerativ. Da hat er Artillerie runter gemacht, das habe ich nicht gesehen. Ja, da kommt die nächste. Okay, ciao. Puh. Du ekliges Vieh. Ja, die verliere ich jetzt, die Soldaten. Understood! Soldiers of the Empire!
Detachments, hold! Take the ground! For France! For France! Go! Du bist nicht for France, sondern für Balthasar. Handgunners! Ready to fire! We are Sigma's end! Da ist gegangen. Gold magic. The Empire endures. Ich schick die schon mal raus. Ich hoffe, die überleben das. Ja, seine Attacke hat es in sich, ne? For the Empire. They'll never move again. Awaiting orders. Ready for war. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, das tut so weh. Boah. Ich reagiere nicht richtig, nicht schnell genug. Aber ich wollte es ja kämpfen. Aber da seht ihr den Unterschied, ne? Also gut, ihn haben wir natürlich einfach ausgeklickt. Wir haben ja gesagt, so, zack, ciao, auf Wiedersehen. Fertig. Gar keinen Bock mehr. Aber die Fähigkeit, die er gemacht hat, die hat uns halt hier fast gekillt, ne? Das ist heftig. Zum Glück keine Truppen vollständig, das wäre nämlich am bittersten gewesen. Kann ich eigentlich noch schnell einen holen, der mir das da... Ja. Okay. Stell dich mal schnell da rein und regeneriere. I am the Supreme Patriarch. Wir nehmen den auch mit. Ist gut. Do not waste my potential. Also. A brisk pace? I will continue my studies there. Elspeth von Draken. Seek out the heretics. What have you to say? They will be judged. For Sigmar. The graveyard rose. Dann holen wir doch halt Bechhafen und den und danach können wir zusammen darüber. The other side beckons. Amethyst Mage. You join the host of the Graveyard Rose. Dafür bräuchten wir mehr. Eine Überlegung, die mitzunehmen, ne? Wäre auch nicht schlecht. Jeweils zwei. Ne? Geht das? Ja, von jeder einen. Raise Sigma! To arms! What does the Emperor bid? Kemperbart gegen Weißenburg. Be at peace, for that is all I ever want. Sigmar's will. Müssen wir gucken, ob wir den noch kriegen, dann könnten wir nämlich die Ecke hier fertig machen. Ich könnte Talabek-Land noch abgeben. Machen wir nicht das hier rein, sondern das hier rein. Dann geben wir ihm das und tauschen das. Hier, ne? Ja, mit Niederlingen müssen wir dann halt gucken. Dass er irgendwann konföderieren will. Come in peace. Komm hier. Fine. Ich hör dich nicht an. What? Mail. Asaf Sma. Imric. Ah. A human. Behold, my cup. Duty.
his purpose. Ich habe einen Kult. Wo habe ich einen Kult? Ah, hier. Danke. Master Engineer. If they're wise, they will surrender. Ulrika Magdova. Magdova. Master Engineer. Ulrika Magdova. Dann soll sie sich mal bewegen, die Ulrika Magdova. I will marshal the men. Marshal the men. Der geht zurück. Imperial Scholar. No need my warp token stash. For the Empire. Expert. So, wir gehen bis hierhin. Er sagt mir, ich komme dahin. Wenn er jetzt hierhin geht, dann gehen wir auch zurück und mit der anderen Armee gehen wir hierhin und holen das da. Hexenburg werden wir selber wahrscheinlich nicht brauchen. Wir könnten Hexenburg dann tauschen, dass wir hier so eine Verbindung durchkriegen. Weil das können wir nehmen. Wenn wir sie noch retten, schieben wir ihr alles, was wir hier vorne einnehmen, dann ihr zu. Was ich gegen Kulte habe, die machen nur schöne Dinge. Nur die Kulte von Slaanesh machen schöne Dinge. Aber ich glaube, Slaanesh... Habe ich nicht. Ich weiß noch nicht mal mehr, ob Slaanesh lebt. Nehmen wir den noch mit. Und den noch mit. Du bist gut to go. Gut, wir müssen aber in der nächsten Folge weitermachen. In der nächsten Folge werden wir unsere Truppen noch weiter nach vorne bewegen und die Schiffe werden wir noch, die Landschiffe werden wir noch abgeben. Und dann werde ich versuchen, noch die Donnerbarken zu holen. Und dann haben wir eine komplette Panzerarmee mit 4 Donnerbarken und 2 Pegasus-Reitern. Weil auch der Kommandant sitzt in einem Panzer. Dann taufen wir die Armee um in die 10. Panzerdivision. Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. It is time. Ja, der will zurück. Gut, folgendes. Dass ich es sicher nicht vergesse, bauen wir das noch schnell aus. Ah ja, wie fix bist du eigentlich? Ah, gucke. Gucke mal. In der nächsten Runde können wir da, ne? Und was ich jetzt noch schnell schauen wollte. To the provinces. Jetzt ist sie teurer geworden. 41. Baut nicht das aus, was ich haben will. Gut, in der nächsten Folge werden wir schauen, wie wir die Truppen bewegen. Übrigens passt mir das hier gar nicht. Und was wir noch machen können. Ich will sicher eigentlich hier noch was holen. Wenn wir es clever anstellen, könnten wir versuchen, hier noch was zu holen, um das mit ihm zu tauschen, dass er die Sachen noch kriegt. Dass wir hier oben von ihm Sachen abkapseln und wir dann so eine Verbindung bauen. In der nächsten Folge werden wir ziemlich sicher auch das hier erreichen. Und dann werden wir sehen, was die finale Schlacht ist. Aber das in der nächsten Folge. Like da lassen, Kommi da lassen und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Bis dann.